Jeder kennt ihn und wollte wahrscheinlich mal so aussehen wie er. Zac Efron. Bekannt geworden mit einer Hauptrolle in High School Musical. Zu dem Zeitpunkt war er der Schwarm von allen Teenies. Mit der Rolle in Baywatch wurde er dann zum Schwarm aller Frauen. Guckt ihn euch an. Sixpack wie Backsteine, der Körper sieht aus wie aus Stein gemeißelt. Als Lady würde ich bei dem Anblick auf jeden Fall schmelzen. Es ist kein Geheimnis, dass Hollywood-Stars zu bestimmten Substanzen greifen, um so eine Physik zu erreichen. Aber lass mich dir eins sagen, ohne ein knallhartes Training und eine absolute Hardcore-Diät werden auch die besten Substanzen zu nix führen. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Tag Zac Efrons Training und Mealplan zu testen und nehme dich mit durch den Tag von Zac Efron. Und wer weiß, vielleicht haben wir am Ende auch Backsteine als Sixpack. Ich bin gerade aufgestanden, es ist 8 Uhr, ich habe noch nichts gegessen, ich habe mich gerade fertig gemacht. Wir kommen jetzt direkt zur ersten Mahlzeit von Zac Efron. Seine Ernährungsweise hat eine Besonderheit und die wirst du auch im Verlauf des Videos ganz gut erkennen. In verschiedenen Interviews hat Zac Efron vermehrt darüber gesprochen, dass das härteste war, die ganze Zeit die Chicken Breast zu kauen. The hardest part about it was actually chewing it all. Aber Jungs, ich wäre ja nicht der Eduard, wenn ich kein Lifehack hätte. Wir haben hier nämlich einen Airfryer, da hauen wir die Hühnchenbrust rein und machen das auf ganz entspannt. Ich werde jetzt alles fertig machen und wir sehen uns dann am Esstisch. Zac Efron startete mit 200 Gramm Chicken Breast, 4 Eiern, etwas Avocado und Gemüse in den Tag. Und fertig ist die erste Mahlzeit von Zac Efron. Ja, ich muss sagen, so um 8:30 Uhr morgens ein bisschen Chicken Breast mit Eiern, so als Pumper taugt mir das schon ganz gut. Wir hauen jetzt ordentlich rein und schauen, wie die Chicken Breast aus dem Airfryer geworden ist. Um dir das zu demonstrieren, warte mal kurz, Bro. Ich schneide das so in der Mitte durch. Boah, die ist schon saftig. Die sieht so saftig aus. Ich beiß jetzt rein und wir schauen, ob die wirklich saftig ist. Schmeckt richtig gut. Die ist nur mit Salz und etwas Pfeffer gewürzt, also keine extra Kalorien. Dazu 4 Eier. Ich liebe Eier. Es ist eigentlich ein richtig gutes Frühstück. Weißt du, was richtig geil ist? Wenn du die Eier so hinbekommst, dass der Kern flüssig ist. Junge, ich liebe das. Und es wurde auch ordentlich reingehauen, bis mir eingefallen ist, dass ich euch was sagen musste. Ich befinde mich ja gerade selber im Minicut und es ist schon hart gerade, weil ich esse auch nur 2000 Kalorien. Deswegen freue ich mich auch über so eine vollwertige Mahlzeit. Nicht ganz vollwertig, wir haben hier nämlich extrem wenig Kohlenhydrate. Das ist auch eine Besonderheit von Zac Efrons Ernährung. Die fand nämlich in der Baywatch-Vorbereitung fast ketogen statt. Also ketogen ohne Kohlenhydrate. Eine Sache will ich bemängeln, aber das ist nicht die Schuld von Zac Efrons Ernährungscoach, sondern meine Schuld. Ich habe mir nämlich die Avocado geholt und die ist absolut noch nicht reif. Die ist hart wie ein Apfel. Ich muss sagen aber, die Mahlzeit, die füllt schon. Also durch die ganzen Gurken und durch das ganze Gemüse, auch durch das Kauen, weil das alles feste Nahrung ist, da kommt schon so ein Sättigungsgefühl rüber. Also hat schon seine Berechtigung. Sixpack kommt nicht von irgendwo, ne? Nach dem Essen wurde direkt gecheckt, ob man so aussieht wie Zac Efron. Nein, ich tat es leider nicht und jetzt kommen wir zu etwas, was mich komplett aus dem Leben geschossen hat. Wie schon am Anfang gesagt, dazu gehört aber nicht nur die Ernährung, sondern auch ein Training. Deswegen hauen wir jetzt das Abs-Workout von Zac Efrons Baywatch-Vorbereitung durch. Let's go! So eine Art von Bauchworkout erinnert mich extrem auch an Pamela Reifs Bauchworkout. Ist eine Sache, die ich extrem selten mache, weil ich eher anders Bauch trainiere. Sein Abs-Workout besteht aus diesen gezeigten 4 Übungen. Bei diesen wird extrem viel Tension auf deinen Core gebracht. Somit reizt du die Bauchmuskulatur und bekommst endlich solche Backsteine wie Zac Efron. Ich muss aber sagen, für mich ist das leider nichts, weil ich finde, dass es andere Wege gibt, wo man besser Bauch trainieren kann. Und Bro, sehe ich langsam schon so aus wie Zac Efron, schreib's mir in die Kommentare. Als Post-Workout-Meal direkt nach dem Workout gab es a Chicken Breast mit etwas Grünzeug. Freunde, direkt nach dem Training gibt's die zweite Mahlzeit und die besteht aus Chicken Breast. Schon wieder. Mit ein bisschen Salat und ein bisschen Apfelessig oben drüber. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, wir haben jetzt knapp 12 Uhr und jetzt gibt's diese Mahlzeit. Ja, der Teller sieht für einen Vegetarier oder Veganer absolut traurig aus. Mir gefällt's aber. Chicken aus dem Airfryer, Game Changer. Für jede Diät oder für jede Ernährungsumstellung, wenn du wirklich dein Fleisch nicht irgendwie mit Öl oder so anbraten willst, es ist hammergeil. 200 Gramm Chicken, ein bisschen Salat, machst du nichts mit falsch. Natürlich für den einen, der es so übertrieben ausgewogen mag, wäre das jetzt nichts. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Zac Efron dafür wahrscheinlich ein halbes Jahr jeden Tag, Tag für Tag, so eine Ernährung hatte. Wahrscheinlich war da auch noch ein bisschen Fisch nebenbei. Es wird noch etwas abwechslungsreicher, aber seid gespannt auf die nächsten Mahlzeiten. Damit das Ganze noch ein bisschen mehr Geschmack hat, machen wir hier so Trick 17. Machst du dir so ein Sandwich? Ich muss sagen, das taugt mir schon. Aber jetzt für ein halbes Jahr jeden Tag so zu essen, also wir haben ja noch nicht alle Mahlzeiten drin, aber das ist krass. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass er gesagt hat, dadurch und durch diese Ernährung auch etwas so an Depressionen erlitten ist. Und dazu gibt es natürlich noch reines Münchener Wasser, was ziemlich hart ist, weil da extrem viel Kalk drin ist. Aber Jungs, die Micros nehmen wir mit. Aber ich weiß nicht mal, ob Kalk zu Micros zählt. Aber
Hab ich gesagt. So, Kollege, damit der Sixpack aber auch noch gut aussieht, wird noch ein bisschen Sonne getankt. Ich bin hier nämlich rausgegangen an die Isar und esse dann die dritte Mahlzeit. Die sieht wie folgt aus. Wir haben hier ein bisschen mageres Rindersteak und ich, Idiot, habe Besteck vergessen. Deswegen werde ich jetzt hier vor allen Leuten wie so ein Barbar das mit den Händen essen. Aber ich glaube, Zac Efron würde das auch so tun, um so auszusehen, wie er bei Baywatch ausgesehen hat. Es ist ja gerade 18 Uhr so und das Ding ist, von den letzten zwei Meals, ich bin relativ satt geblieben, ja, auch nach dem Workout. Und Workout ist das richtige Stichwort, aber da an dem Tag Rest Day war, habe ich jetzt Aufnahmen aus einem x-beliebigen Training von mir, weil ich gelesen habe, dass Zac Efrons Training auch sehr Bodybuilding-like ist, so ähnlich wie meins, mit einem Wiederholungsbereich von 8 bis 12 Wiederholungen. Nachdem ich das mir gegessen habe, habe ich noch ein bisschen Cardio gemacht in Form von Fahrradfahren. Ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass Zac Efron sehr viel Cardio in seiner Vorbereitung für Baywatch gemacht hat. Deswegen haben wir uns da was von abgeschnitten. Jetzt ist knapp eine Stunde vergangen, nachdem ich das letzte Meal gegessen habe. Dieses fette Stück Fleisch, ne? Und ich muss sagen, ich habe langsam wieder Hunger. Ich habe ja am Anfang vom Video schon gesagt, dass ich auf Diät bin, gerade auch mit 2000 Kalorien. Und ich bin eigentlich nicht so der Fan von so Low Carb und so. Ja, wenn es bei dir funktioniert, es gibt nicht so, das ist der Geheimtrick oder so. Wenn es bei dir funktioniert, funktioniert's. Bei mir ist so, also ich komme sehr gut klar, wenn ich noch Carbs im System habe. Ne, es ist jetzt knapp 19 Uhr. Da fällt mir schon auf, dass die mir fehlen heute. Also ich fühle mich auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Es fühlt sich wirklich so an, als ob was fehlt. Aber wir werden das Ganze trotzdem durchziehen und gleich kommt auch schon die nächste Mahlzeit. Während mir Zac Efrons persönlicher Koch das Essen zubereitet hat, wurde der Bizeps abgecheckt. Trommelwirbel, Freunde. Meal Nummer 4 ist Chicken Breast mit Salat. It is what it is. Der Junge braucht Fleisch. Und wenn das Geheimnis ist, so gut auszusehen, dann brauche ich das Fleisch auch. Jungs, ich muss sagen, ich liebe ja Fleisch und sowas. Aber langsam wird es auch mir ein bisschen zu viel. Also ich finde auch so ein gesunder, ausgewogener Mix. Ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Fleisch. Vielleicht so 200 Gramm Fleisch am Tag. Bin ich vollkommen fein mit. Aber Junge, wir haben hier fast 1 Kilo Fleisch am Tag. Wir basteln uns hier wieder so ein Sandwich. Es schmeckt auch. Es schmeckt auch, ich brauche nicht lügen. Es schmeckt gut. Aber jetzt, wenn da noch ein bisschen so Kartoffeln wären oder so Reis. Ich liebe ja Reis, einfach von der Konsistenz im Mund. Es ist heftig. Brauche ich mich auch nicht wundern, dass der Junge nach einem halben Jahr solcher Ernährung Debris geschoben hat. Falls du noch dabei bist, kannst du gerne kurz runterswipen und ein Like dalassen. Das würde mich extrem freuen und mir weiterhelfen, genauso wie ein Abo oder auch noch ein Kommentar. Das würde mich extrem freuen und dir würde das was fürs gute Gewissen tun. Immer positive Vibes dalassen, Freunde. Ich merke das immer mehr heutzutage, vor allem in Deutschland. Die Leute, die haben... Ich kann mein Gesicht gar nicht so machen, was die mit was für einer Fresse die rumlaufen. Einfach mal ein bisschen lächeln, bisschen vielleicht einem Kumpel Komplimente geben, einer Freundin oder so. Einfach den Tag versüßen. Ich meine, das tut euch nicht weh, das freut den anderen. So wollen wir sein, oder? Teller ist sauber. Was geht ab, Broski? Ich habe jetzt ungefähr noch eine Stunde Video geschnitten. Ich habe schon angefangen, das Video zu bearbeiten. Und ich habe einfach wieder Hunger bekommen, obwohl ich gerade wieder so ein fettes Stück Fleisch gegessen habe. Ich glaube, es wird langsam Zeit für das letzte Meal. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist für mich... Am Anfang fand ich es doch ganz geil, weil es viel Fleisch ist und ich mag Fleisch. Aber jetzt langsam mit der Zeit, mir fehlen einfach diese Carbs. Wenn du das mal schon mal gemacht hast, dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du mal auf Carbs verzichtest. Boah, morgen habe ich Chest Day. Na, da brauche ich Pump und... Ich glaube jetzt, weil ich so wenig Carbs gegessen habe, wird das morgige Training auch extrem scheiße sein. Aber however, Bruder, wir machen jetzt erstmal das Meal fertig, dann mampfen wir das auf und dann kommen wir zum endgültigen Fazit. Et voilà, Freunde, das Meal Nummer 5 ist fertig. Wer hätte es gedacht? Eine extrem große Abwechslung. Wir haben hier mageres Rinderhüftsteak mit 100 Gramm Spinat und 3 Eiern. Auf diese Mahlzeit habe ich mich den ganzen Tag lang am meisten gefreut. Klar, die erste Mahlzeit, die war ganz geil mit den Spiegeleiern und so, mit dem Hühnchen und mit dem ganzen Gemüse. Aber das waren diese 3 Eier am Ende, die sind ja auch schon ein bisschen fett und... Ich liebe hier Eier, wie ihr schon bereits wisst. Das wird sich jetzt noch eingegönnt und ich hoffe, danach ist der Hunger gestillt. Ja, ich habe das Fleisch ein bisschen medium hinbekommen zum Glück, dann ist das nicht ganz so schwer zu essen. Wenigstens haben wir jetzt Rindfleisch und nicht mehr Chicken Breast, obwohl ich die Chicken Breast auch ganz geil aus dem Airfryer finde. Aber das Ding ist, er meinte das ja so, also ich habe das auch aus einem anderen Video. Ich denke aber, dass da zwischendurch auch mal ein bisschen Fisch drin war. Und das Fleisch, was er eigentlich ist eigentlich ein bisschen fettiger, aber weil ich im Minicut bin, habe ich nur mageres Fleisch genommen. Und deswegen sind wir roundabout bei 2000 Kalorien jetzt heute. Jetzt wird noch so ein Ei in den Mund genommen, aber nur Homo.
sag's euch, wie es ist. Eierbeste. Eine Lieblingsbeschäftigung, während ich esse, ist bei mir ganz klar YouTube zu schauen. Und deswegen, immer wenn ich mir was zu essen mache, schalte ich YouTube ein. Und einer meiner Lieblings-YouTuber ist der Kerl da, der Franklin. Hat mich auch ein bisschen motiviert, solche Videos zu machen. Deswegen, falls du das irgendwann mal siehst, Grüße geht raus. Und falls ihr ihn noch nicht kennt, könnt ihr ihn sehr gerne abchecken. Macht tausendmal bessere Videos als ich. Denkt immer dran, Leute, Support ist kein Mord. Deswegen sehr gerne immer einen Daumen nach oben da lassen. Aber ist schon krass, ne, dass da überhaupt keine Soße oder so dabei ist. Also ich würde da immer eine Zero-Soße drüber hauen. Und in den Staaten vor allem ist es ja so, dass die extrem viele Sachen haben, was so Low-Calorie angeht und sowas. Das kommt ja auch alles irgendwie von da, dieser Trend. Und da verstehe ich nicht. Vielleicht hat auch ein bisschen geflunkert, dass er so einen auf den macht, so. Ihr wisst schon. Aber das weiß nur er und sein Coach, deswegen... Keine Ahnung. Ich lasse es mir jetzt auf jeden Fall noch schmecken und wir sehen uns dann beim Fazit. Das Ganze ein halbes Jahr oder seien es drei Monate durchzuziehen, das finde ich schon hammerhart. Also, ich meine, ich mag Fleisch, wie ich habe das ja auch schon die ganze Zeit angesprochen, aber das ist jetzt ein Kilo Fleisch gewesen, circa. Das ist auch mir zu viel, ja. Vor allem, wie viele Tiere in der Zeit wegen ihm, ja, den Löffel abgegeben haben. Das will ich mir gar nicht auszählen. Aber wie ich auch schon gesagt habe, für einen klappt dieses Low Carb, für den anderen klappt das nicht. Low Carb heißt jetzt nicht, dass man sich nur von Fleisch ernähren kann. Man hätte auch andere Proteinquellen hernehmen können. Aber bei Fleisch ist es halt wirklich so, dass du kaust und dieses Kaugefühl und dass du was Bissfestes hast, das hält dich auch länger satt, vom Kopf her auch. Aber ich fahre viel besser, wenn ich Carbs im System habe. Ich bin so circa täglich bei etwas 170 bis 190 Gramm Eiweiß, ja, ungefähr 40 Gramm Fett, gerade im Minicut, nur im Minicut, ne, sonst ist das natürlich höher. Und der Rest Carbs, das sind dann auch ungefähr so 180 bis 200. Da komme ich knapp auf 2000 Kalorien. Das ist für mich perfekt. Ob das Ganze für dich perfekt ist, findest du nur heraus, wenn du selber probierst. Ich würde sehr interessieren, was du gerne als nächstes sehen würdest. Soll ich von irgendeinem Celebrity oder irgendeinem Bodybuilder oder einem Superstar die Ernährung nachessen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleib stabil.